Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stessel für euch. Heute wieder von der Ellerbach, von unserem Hof Kneißl, in unserem Realismus-Selbstversuch. Ja, und heute, ihr seht's, wir sind jetzt nun im August angekommen. Ich hatte jetzt nicht mehr ganz so viel zu tun und ich habe da auch so ein bisschen mit dem Schomi, Grüße gehen raus an der Stelle, ein bisschen geschnackt, und zwar zu dem Thema. Ich persönlich, ne, es geht ja, na klar, jetzt hier um mich persönlich, muss immer irgendwo den Spagat, die Waage halten zwischen, ich möchte euch so ein bisschen, ja, entertainen, unterhalten, so viel wie möglich zeigen, auch Abwechslung, ne, das ist ein Aspekt natürlich, vollkommen klar von dem Video. Der andere Aspekt ist, ich möchte selber mir irgendwie ein bisschen was beibringen in Richtung Realismus. Und so ist es halt immer wieder, komme ich an einen gewissen Punkt, wo ich denke, jetzt musst du irgendwas machen, zum Beispiel wie in der letzten Folge Kalk. Das Spiel an sich würde mir das auch darlegen, dass ich das machen kann. Aber in Real würde es zum Beispiel vom Zeitpunkt her nicht passen. Oder der Bauer hat jetzt halt nicht diese finanziellen Möglichkeiten. Oder wenn wir zurückdenken in Richtung, ja, nennen wir es mal den Ukraine-Krieg, wo gewisse Sachen zu teuer waren oder nicht vorhanden oder während Corona und so weiter und so fort. Also da muss ja ein Landwirt relativ flexibel sein und sich jeweils auf die Gegebenheiten einstellen. Und das ist das, was ich versuche, euch gerade zu sagen. Einerseits will ich euch ein bisschen was zeigen. Andererseits kann es halt mal sein, dass der Bauer nicht die Möglichkeit hat, den roten Faden durchzuziehen, so wie es sich eigentlich gehört. Deswegen habe ich mich jetzt dafür entschlossen. Wir haben ja in der letzten Folge die 94 ja mit Kalk ausgebracht. Ich habe das als Lehrstunde sozusagen mitgenommen, dass man das eigentlich zu diesem Zeitpunkt nicht macht. Deswegen habe ich für mich entschieden, okay, dann machen wir da jetzt einen Cut sozusagen und gehen weiter in den August rein. Und ihr habt es bereits gesehen, wir sind nun in der Erntephase angekommen. Die 32 und die 94 sind erntereif. Und zu dem Thema habe ich passend einen Kommentar mitgebracht. Und zwar ist immer wieder die Frage, wie ich denn das Ganze mache mit dem Maschinenring und so weiter. Und ja, das wird heute so ein, naja, ein Tutorial ist ein bisschen übertrieben, aber ich gebe euch einen Einblick mal ganz kurz, wie ich das Ganze mache. Grundlegend ist mein Spielstand hier in einem Multiplayer entstanden. Also ich habe halt vom Singleplayer in den Multiplayer geswitcht, ist soweit kein Problem gewesen. Und jetzt ist das Ganze so, dass ich, wenn wir mal einen Überblick werfen in die Farmen, ich habe mir meinen Hof Kneißl, da bin ich aktuell drin, und ich habe mir einfach einen zweiten als Maschinenring sozusagen erstellt. Der hat natürlich mehr Geld, der kauft die Maschinen und so weiter und so fort. Und dann können wir jetzt nämlich das Ganze mal begleitend anschauen. Ihr müsst halt immer darauf achten, dass ihr zu jedem Zeitpunkt, wenn ihr irgendwas tut, auf dem richtigen Hof seid. Das ist halt das A und O. Das heißt, wir gehen jetzt, zum Beispiel würde ich das machen vor einer Folge. Da kriegt er hier so ein bisschen Background mit. Würde ich jetzt zum Beispiel hierher gehen. Ich kontrolliere immer noch, dass ich nicht Store Deliveries irgendwo im Nirvana stehen habe. So, dann würde ich jetzt auf den Maschinenring wechseln, auf den zweiten Hof. Jawohl, jetzt bin ich hier drin, das sehen wir hier. Und jetzt kann ich sozusagen den Händler anrufen. Hier, bei mir steht die Ernte an, ich benötige einen Mähdrescher. So, und das Ganze machen wir jetzt mal. Ich habe nichts Großartiges mit reingenommen. Ich würde einfach sagen, wir nehmen da irgendeinen Standard. Wir brauchen da gar nicht so groß. Topliner ist halt All-Time Classic, finde ich. Jetzt kann ich den kaufen, weil ich bin ja beim Maschinenring drin und habe genügend Ressourcen, um das Ganze mir zu leisten. So, da ist das gute Stück. Dann würde ich jetzt in dem Fall, deswegen seht ihr auch bei mir immer mal wieder, dass der starke Bauer da ist. Es ist sozusagen eine Folgenvorbereitung, ne? Weil der Händler, wenn du da kommst, der richtet dir das vermutlich auch schon mal her. Deswegen mache ich das einfach auf die Schnelle, um da nicht zu viel Zeit zu verschwenden, sondern ich bereite mir das halt das Ganze erstmal so vor. Ich glaube, ich nenne auch die Folge irgendwie so
Feedback hinter die Kulissen, irgendwie so in die Richtung. Weil ich finde, es darf ich auch ganz transparent zeigen, dass ich jetzt hier zum Beispiel den Thresher einfach mit F12 vorbereite. Hey, so habe ich da in einer Minute alles erledigt und dann ist es gut. Okay? So. Dann ist es jetzt na klar wieder wichtig, bevor ich irgendwas mache, denke ich lieber dran, ich switch erstmal wieder rüber auf den Hof Kneißl. Das würde ich jetzt dann machen. Jetzt spinnen wir mal einen Schritt voraus, weil das werden wir in dieser Folge vermutlich noch nicht sehen. Jetzt haben wir unsere Ernte abgeschlossen. Was mache ich jetzt? Beziehungsweise wir würden jetzt in die Ernte gehen, also Hofwechsel. Wir gehen in die Ernte. Jetzt würde ich die Zeit skalieren auf 5-fach. 5-fach haben wir ungefähr festgestellt, ist eine gute Zeit, wo ich sage, das kommt in der realen Zeit eine Minute, ist eine Minute ungefähr hin. Bitte legt mir das nicht auf die Sekunde in den Mund, ne? Das Übliche. So, dann schreibe ich mir die Uhrzeit auf von 8 Uhr bis, keine Ahnung, jetzt haben wir eine Stunde gebraucht. Ist aber komplett egal. So, dann bin ich mit der Ernte fertig. Dann gehe ich wieder in den Maschinenring rein und dann habe ich hier nämlich die Rechnungsmod dabei und kann hier eine neue Rechnung aufstellen. Und dann sage ich nämlich, hier soll der Hof Kneißl eine Rechnung bekommen. Und zwar haben wir jetzt irgendwas mit Saat, Ernte, Getreide. 1500 pro Hektar in einer Stunde. Also ich rechne das einfach, das ist halt mein Ding, ne? Ob das jetzt 100% real ist. It's just a game, okay? It's just a game. Heißt, 1500 Euro würde ich mir dann hinzufügen für... keine Ahnung, Feld so und so, den muss ich mir dann hier raussuchen. Und jetzt könnte ich hier vielleicht das noch doppelt machen, weil ich 2 Stunden gebraucht habe, oder. Dann mache ich die Rechnung erstellen. Und dann müsst ihr halt wieder dran denken, wir switchen wieder rüber in unseren Hof Kneißl. Und dann würde nämlich hier drin die Rechnung auftauchen mit einem offenen Betrag, die ich zu berechnen habe, zu zahlen. Das hier sind meine vergangenen Rechnungen und so baue ich mir sozusagen hier das Ganze auf. Macht einerseits für mich persönlich mehr Sinn, ich muss mir die Maschine nicht mieten, was mich na klar im ersten Moment vielleicht mehr kosten würde. Und ich habe so ein bisschen diesen Realismus-Aspekt da. Ne? Das mal so als vielleicht kleinen Eintritt in das Ganze. Gut, also dann machen wir uns jetzt startklar. Ich bin im Hof Kneißl. Sehen, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich habe jetzt hier na klar kein Simple IC oder so ähnliches dabei. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man den Wagen nachschieben könnte. Aber in dem Fall machen wir das einfach passend, weil, keine Ahnung, mit den Dreschern, das sehe ich noch weniger, das kriege ich noch weniger hin wie mit den Drehschemen. Gut, also dann machen wir mal uns auf den Weg zum Feld und gehen mal in die Ernte rein. Wir haben dann trotzdem noch was vorzubereiten, also bleibt gerne dran. Wir müssen unseren Hof noch ein bisschen optimieren. Dazu dann aber bei Gelegenheit dann mehr. So, ich würde sagen, wir fahren bei der Kirche hoch. Der nächste Weg, du wartest kurz bitte. Das ist na klar nicht ganz so einfach mit so einem Riesengerät hier. Fahrer hält schon wieder Messe. So, dann müssen wir hier rein. Das war ein wenig zu früh, zu spät. Und hinten, der Verkehr drückt mich. Sabberlott. Okay, wir müssen Notfallplanung. Warum hält der Verkehr hinten nicht an? Das so ist, dann fahren wir einfach weiter. Ist jetzt auch nicht so tragisch. Wir können auch erst auf die, was ist denn das, 32 war das, glaube ich, links oben gehen, um das Ganze dann da erstmal zu beginnen. Aber so habt ihr jetzt mal einen kleinen Einblick bekommen. Also grundlegend, wie gesagt, Multiplayer hoste ich selber. Ne? Ich brauche keinen Server für mich alleine. Warum auch? Das ist ja Quatsch. Ich hoste das selber. Und erstellt 2 Höfe. Du kannst das Ding ja nur ein bisschen weiterspinnen, dass du sagst, pass auf,
ich mache noch eine Gemeinde und mache hier das ganze Gelände kaufen über die Gemeinde und gehe dann rein und sage, ich mache hier, wie nennt man das, Flurbereinigung? Stimmt man das so? Ich weiß nicht genau. Kannst du nur ein bisschen dir sozusagen Geld nebenbei verdienen? Also da ist ja eurem RP ist wahrscheinlich ein bisschen too much, aber ne, eure Kreativität, na klar, freien Lauf gelassen. Gut, ich würde sagen, wir switchen mal ganz kurz rüber ans Feld. So, jetzt sind wir dann gleich da. Wir sind gerade in Unterellerbach angekommen. Wir gehen jetzt da vorne links hoch auf unseren Bereich. Da ist jetzt na klar die schwierige Frage, wo parke ich am besten das Gerät, damit ich das ankoppeln kann. Das ist immer so, da tue ich mir auch unheimlich schwer, das so real wie möglich zu machen, denn ich denke mir jedes Mal, ich kann doch bei einem anderen nicht in den Bestand reinfahren. Ich weiß aber auch nicht, ob das so ein Handschlag unter Landwirten ist. Also schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, dass man zum Beispiel sagt, weißt du was, das ist bloß eine Wiese, da kannst du gerne rein. Das macht mir nichts, dafür fahre ich beim nächsten Mal bei dir der Bestand kaputt. Wisst ihr, wie ich meine? So auf die Art. Das heißt, ich würde jetzt mal gucken. Ich meine, wir haben auf der linken Seite das zum Ankoppeln. Dann würde ich jetzt einfach hier bei dem ein bisschen in die Wiese reinfahren. Da bin ich ja auch mal wieder gespannt auf eure Kommentare. Ne? Also auch wenn ich jetzt vielleicht in letzter Zeit nicht mehr jeden Kommentar beantworten kann, seid euch versichert, ich schaue jeden an. Allein schon unter dem Aspekt, weil ich selber dafür verantwortlich bin, dass hier nicht irgendwie gegen die YouTube-Richtlinien verstoßen wird. Also ich lese jeden einzelnen Kommentar. Aber zeitlich ist es halt nicht mehr ganz so flexibel wie früher. Ne? Und ihr seid halt auch sehr, sehr fleißig und es kommen ganz, ganz viele neue dazu, was mich sehr, sehr freut, aber das auch nicht mehr ganz so einfach macht wie früher. So, also, dann sind wir da. Ich habe jetzt, glaube ich, Combine Experience sogar drauf. Ich stürze mich jetzt einfach mal wieder typisch Yogi einfach ins Abenteuer, komplett unvorbereitet. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier das Vorgewinde ein bisschen. Dazu muss ich aufpassen. Ich glaube, wo kann ich ausklappen hier? Da. Das habe ich nämlich, glaube ich, nicht belegt. Beziehungsweise ich muss ja dann später in die 3 rein. Bei 3 habe ich meinen Drescher belegt. Dann können wir vorne anschalten. Und vorne ablassen. Starten Sie zuerst das Mähdrescher-System. Ist doch schon gestartet. Muss ich da nochmal was machen? Ich hab ja jetzt was Neues drin, ne? Aber was das zu bedeuten hat. Strohablage ausschalten. Wir wollen im Vorgewinde keine Strohablage. Die Frage ist halt, was will er jetzt von mir? Da passiert nichts, ne? Starten Sie zuerst das Drescher-System. Okay, das war tatsächlich so einfach wie gedacht. Ich hatte oben links auf der Haspel den Trigger und den habe ich jetzt einfach rüber geschaltet auf den Drescher an sich und da noch muss ich nochmal anschalten. Wundert mich, aber okay. Ich gehe die Regel mit. Die Luftfeuchtigkeit der Ernte zu dieser Tageszeit hoch und verringert die Erntegeschwindigkeit Limit. Ja, ist das nur eine Info? Also ich sehe da unten irgendwas mit 200%. Jetzt ist na klar die Frage, was tue ich? Also da dürft ihr mir gerne nochmal so ein bisschen unter die Arme greifen. Was denn gerade hier passiert? Die Luftfeuchtigkeit der Ernte ist, da fällt auf jeden Fall eine Leerzeile, zu dieser Tageszeit hoch und verringert die Erntegeschwindigkeitslimit. Okay. Kann man das irgendwie ausschalten, dass es nicht dauerhaft kommt? Das gucke ich gleich mal nach. Also so wirklich gefunden habe ich jetzt auf die Schnelle nichts. Das wundert mich. So,
Dann machen wir jetzt aber die Schwartablage wieder an. Das kann ich hier über meinen Drescher eigentlich auch machen. Pipe out. Wo haben wir hier die Schwartanlage? Da muss ich nochmal gucken. So, los geht's. Also bestimmt gibt es da irgendein Menü, wo ich das verändern kann. Ich weiß jetzt na klar nicht, ob diese Fehlermeldung mir was sagt. Pass auf, du kriegst hier... Das hat einen Einfluss. Also wenn ich jetzt mit bewusster Geschwindigkeit schnell fahre, geht mein Fahrzeug kaputt, kriege ich wieder eine Ernte, bla bla bla. Oder es ist einfach nur eine Information, wo man irgendwo abschalten könnte. Okay, ich habe jetzt im Infomenü so einen Punkt gefunden, wo ich das abschalten kann. Aber das würde doch Sinn machen, das anzulassen, nur die Vorwarnung, also die Warnung an sich auszublenden. Also da bin ich auch nochmal gespannt auf eure Hilfe. Wer da Erfahrung hat, darf das gerne mit reinschreiben. Ich würde es nämlich schon gerne anlassen, aber dass ich die ganze Zeit die Fehlermeldung da dran habe, muss jetzt auch nicht sein. So, wir müssen dann auf jeden Fall unseren Meilerkipper vorbereiten. Da müssen wir noch ein bisschen die Planken hinbauen, damit wir dort unser Korn dann einladen können. Und wir müssen unseren Hof noch optimieren, wie gesagt. Schwartablage aus. Machen wir hier nochmal ein kleines Vorgewende. Denn wir müssen das Korn auch einlagern. Denn aktuell ist der Preis noch nicht so gut. Und da werde ich euch im nächsten Video zeigen, wie ihr zum Beispiel so, egal ob ihr jetzt im Ballenlager ist oder ein Silo innerhalb eines Gebäudes platzieren könnt. Das würde ich dann aber auf das nächste Video verschieben. Das war jetzt doch ein bisschen länger, die Erklärung und so weiter. Hat uns doch ein bisschen mehr Zeit gekostet, als ich eigentlich gedacht hatte. So, Schwartablage wieder an. Dann machen wir nämlich hier nochmal ein bisschen Strohballen draus. Und dann sind wir, glaube ich, für dieses Jahr wirklich gut aufgestellt. Ich glaube, so als kleines Abschlusswort zu heute in einer längeren Folge würde ich sagen, es ist halt so, wir sind jetzt im ersten, also eigentlich sind wir im ersten Jahr. Ne? Ich habe ja ein bisschen vorbereitet, damit wir im zweiten Jahr sozusagen gestartet sind, dass wir ein bisschen was zu tun haben. Aber rein rechnerisch von meiner Tätigkeit hier sind wir im ersten Jahr. Die Zeit geht natürlich schneller voran. Das baut sich jetzt so nach und nach auf, dass wir mehr tun können. Aber ich finde so im ersten Jahr, da bist du schnell dran. Ja, müssen wir nochmal vorspulen. Jetzt haben wir nichts mehr zu tun und nochmal vorspulen, bis das Ganze so langsam in Schwung kommt. Und ich glaube, da sind wir jetzt langsam aber sicher angekommen. So. Aber dann würde ich sagen, das wäre es heute mit der Freitagsfolge. Ich hoffe, euch hat der Einblick so ein bisschen gefallen in dieses Multiplayer-System. Macht es gerne mal, probiert es gerne mal aus. Es macht wirklich Spaß und gibt nochmal so ein bisschen Flexibilität rein in das Ganze. Ich würde mich sehr, sehr freuen über ein Abo. Das kostet mir immer nichts. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Habt ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Bis dann, euer Yogi. Ciao.